Ja, meine Erfahrungen mit Avoria Prime, dem Trading- und Forex-Unternehmen, das für ja, Aufsehen sorgt. Und vor allem drei Tipps an dich, wenn du Avoria Prime Partner bist. Gar nicht so einfach auszusprechen. Also gut, lass uns starten. Hallo, ich bin der Willi und ja, ich komme aus dem Network Marketing, habe im siebten Monat einen Monatsumsatz von 210.000 Euro gemacht, das nur online mit Facebook. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs. Und da zeige ich dir, wie ich 110 Vertriebspartner in 30 Tagen generiert habe. Zuerst einmal zu Avoria Prime. Avoria Prime. Ja, in den letzten Tagen habe ich viel gelesen auf Social Media. Und wie gesagt, diese Tipps beziehen sich nicht darauf, wenn du jetzt Kunde werden willst bei Avoria Prime, sondern wenn du Partner bist und wissen möchtest, wie kannst du mit Social Media umgehen, mit Facebook, aber auch mit Instagram. Punkt Nummer 1 sind sogenannte Triggerwörter. Also die erste Erfahrung, die für dich aus meiner Sicht wichtig ist als Avoria Partner, ist die Kenntnis von Triggerwörtern und welche das sind. Triggerwörter sind Wörter, wenn du die erwähnst in einem Text, aber auch in einer Messenger-Nachricht, also im Instagram Messenger, aber auch im Facebook oder in einem Video, in einer Sprachnachricht, also Facebook und Instagram kann auch mithören. Wenn du ein Triggerwort erwähnst, dann führt das dazu, dass dein Posting nicht angezeigt wird, dass deine Nachricht nicht zugestellt wird. Und als Avoria Prime Partner, muss man genau sagen, sind es vor allem zwei große Triggerwörter, die du nicht verwenden solltest. Und zwar einerseits Trading, ja, natürlich, Avoria Prime hat mit Trading zu tun, und Forex. Also diese beiden Wörter sind sozusagen gesperrte Triggerwörter. Wenn du die verwendest, wirst du schnell merken, dass du keine Reichweite hast. Wir sprechen hier von sogenannter organischer Reichweite, also nicht von bezahlter Reichweite. Die zweite Erfahrung für dich als Avoria Prime Partner sind sogenannte Wirkaussagen. Wirkaussagen sind eigentlich in der EU-Verordnung, in der sogenannten Health Claims Verordnung geregelt und betreffen in der Regel Gesundheitsprodukte. Du hast hier kein Gesundheitsprodukt, ja, Gesundheit für die Geldtasche, aber es betrifft auch dich als Avoria Prime Partner. Und zwar in der EU-Verordnung, den Health Claims, sind sogenannte Wirkaussagen. Das heißt, wenn du jetzt ein Gesundheitsprodukt hättest, du sagst, dieses Produkt wirkt in 4 Tagen. Aufbauend auf dieses Health Claims Gesetz hat Facebook und Instagram eines gemacht und hat gesagt, naja, es gibt auch Wirkaussagen im finanziellen Bereich. Und das ist für dich als Avoria Prime Partner, das sind Charts. Ich meine, ich finde diese Charts, die Entwicklung extrem gut, aber du musst sie zum richtigen Zeitpunkt herzeigen und nicht, wenn du Reichweite generieren möchtest, weil diese Charts, das ist eindeutig eine Wirkaussage. Warum? Du hast ein Ergebnis, also du zeigst etwas, eine Entwicklung und auch noch versehen mit einem Zeitraum. Es gibt hier zwar eine Grauzone für dich als Avoria Prime Partner. Die Grauzone würde bedeuten, du zeigst das Chart, aber im Zeitraum gibst du kein genaues Datum an, sondern zum Beispiel in wenigen Wochen, in kurzer Zeit und so weiter. Das ist ein Graubereich, wo nicht ganz klar ist, ob das gut ist. Insgesamt merke ich aber auf Instagram und auf Facebook, dass die keine Charts wollen. Also alles, wenn du diese Charts reingibst von Avoria Prime, wird es dir schaden. Punkt 3. Wie kannst du jetzt als Avoria Prime Partner richtig arbeiten? Dreh den Spieß um. Geh weg von Post and Pray. Hast du gewusst, dass wenn du ein zweites Posting am gleichen Tag machst, dass das zweite Posting um 70% weniger Reichweite hat? Ist brutal, ne? Geh weg von Post and Pray, geh weg von Akquise, hin zu Pull Marketing. Das heißt, die Menschen suchen auf Google nach Avoria Prime. Sie suchen nach Forex, sie suchen nach Trading-Produkten. Die Frage ist nur, wenn sie es auf Google eingeben, ob sie dich finden. Und hier gibt es eine neue Funktion, die versteckt sich in deinem Facebook-Account. Das ist eine Google-Funktion. Wenn du die aktivierst, wirst du auf Google gefunden. Ich zeige dir in meinem Training, das dauert 2 Stunden und 8 Minuten, genau wie das funktioniert und was es damit auf sich hat und wie du das als Avoria Prime Partner nutzen kannst. Das Training, den Kurs, findest du unterhalb von diesem Video und er nennt sich 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, das sind so meine drei Erfahrungen für dich als Avoria Prime Partner, kann ich zu einfach auszusprechen. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, hau rein, es zahlt sich wirklich aus. Rock it, bye bye, ciao.